Hallo an alle. Ich hatte gestern ein Video gedreht, wo es ein Missverständnis gab. Es sah so aus, als ob ich die Coronavirus hätte. Nein, habe ich nicht. Ich bin nicht infiziert, soweit ich weiß. Darum geht es ja gar nicht. Es geht nur darum, dass ich diesen Event im April absage. Diese Hypnose-Event, du bist das Leben selbst. Weil erstmal die Tickets sind nicht so viel verkauft worden wie geplant. Das wäre an sich auch kein Problem. Ich hätte es auch so gemacht, mit weniger Leute, mit weniger Publikum. Aber es ist einfach so, momentan die Lage wird immer schlimmer in der Welt mit Coronavirus. Wenn ich sehe, was in Italien passiert, mein eigenes Land, woher ich komme, ist schon eine Katastrophe gerade. Und aus Sicherheitsgründen, damit diesen Virus nicht weiter propagiert wird, möchte ich einfach diesen Event absagen erstmal. Ich habe nur erzählt, dass eine der Probleme ist auch natürlich, dass ich als Hypnotiseur zu den Leuten gehe im Publikum und hypnotisiere sie verbal und nonverbal, also mit und ohne Wörter. Und ohne Wörter bedeutet auch mit einer gewissen Art von Berührungen, das heißt die Hand berühren, den Kopf berühren, was jetzt eben nicht ein Problem ist, weil ich angeblich infiziert wäre, darum geht es ja gar nicht. Sondern weil es ist natürlich in so einem Moment eine schwierige Situation, sowas zu machen, wo alle sich eben Sorgen machen, was passiert dann, wenn meine Hände berührt werden zum Beispiel. Also es ist ein Unterschied, meine ich, ob jemand in meine Praxis kommt und ich wasche meine Hände vor und danach, oder ob ich jetzt eben so ein Event habe, wo über so und so viele Leute sind und ich kontinuierlich zu den Leuten gehe. Und sozusagen, wenn jemand da wäre, der infiziert ist, dann könnte man diese Infektion eventuell weiterbringen. Wie gesagt, ich will es einfach nur nicht riskieren, dass etwas passiert. Und deswegen ist es so, dass wir warten jetzt, wie die Situation läuft, also wie es weitergeht. Sollte sich das Ganze noch in diesem Jahr sich beruhigen, was wir natürlich stark hoffen, dann wiederhole ich das in Braunschweig, vielleicht auch in Berlin, mal schauen. Ja, das tut mir natürlich sehr leid und für alle, die ein Ticket gekauft haben, das Geld zurückhaben wollen, sollen sich bei mir melden. Alle anderen können natürlich den Ticket nochmal das nächste Mal benutzen für den nächsten Event, das ist kein Problem. Ich wünsche an alle, die gerade krank sind, infiziert sind oder überhaupt Angst haben, dass sie sich beruhigen und hoffentlich, dass alles gut wird und ja, bis demnächst.